Servus, Mario aus Thailand, Ban Chang. Leute, heute bin ich auf Besuch beim Gary aus Tirol, der hier gemeinsam mit seiner Frau ein Einfamilienhaus besitzt, in einer Wohnsiedlung, Leute, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Auf geht's! Gary! Ja, bist du da, Mario? Ja, servus! Oh, servus, Mario! Servus! Gemeiner. Jawohl. Gemeiner. Sehr schön. Wunderschönes Haus, Gary, hast du da. Ja, nein, das ist ja mein ganzer Stolz. Sehr, sehr schön. Und FC Bayern München im Eck. Ja, hallo, hallo. Da bin ich daheim, da will ich nichts hören. Da bin ich daheim. Ah, da wird sich der Hubert freuen. So, Bayern München bin. Ach so. Ja? Hallo, bin ich daheim. Sehr gut, Gary. Du und deine Frau lebt hier, ne? Ja, wir leben da. Wir sind 20 aufeinander jetzt in April. Im Dezember war uns 15 Jahre, dass wir verheiratet sind. Sie ist da, mit einem neuen Auto. Ich tue danach und da 5 Kilometer weg am Friseursalon. Ja, haut super hin, passt gut. Und ich bin jetzt 3 Monate da, 3 Monate in Österreich, in Tirol. Ja, sind 2 Monate da, 1 Monat bleibe ich dann, dann fliege ich 3 Monate heim. Ja, schauen, dass es ein bisschen Geld noch gibt. Und im Juni bin ich noch wieder da. Und noch 4 Jahre, 5 Jahre, ich da bleibe. Ich hab's da verändert wie daheim. Ich hab's daheim auch verändert, aber ich hab's da verändert wie daheim. Ich hab alles. Mir wird super. Ja. Und das ist ja nicht weit weg vom Strand? Nein, das fahr ich da raus. Da geht eine lange Gerade, 3 Kilometer, eine lange Gerade, und dann bin ich am Strand. Da ist ein hoher Fein und super. Da bin ich oft einmal ganz allein da. Da Wochen sind mehrere Leute, da sind wir in die Details da, Samstag, Sonntag. Und oft bin ich allein unten. Ja, du passt. Oder gleich danach ist ein Supermarkt da. So wie man gerade davor frisches Brot geholt. Ab 11:30 kriege ich alle Tage frisches Brot da bei uns bei der Bäckerei. Da. Das ist eine dänische Bäckerei. Da vorne an der Straße draußen ist ein deutscher Restaurant, der Berliner Eck. Das ist ein deutsches Restaurant. Ich will gerade für deutsch essen lassen. Ja, nein, ich habe da alles was ich brauche. So da. Einmal die Woche gehe ich zum Tauchen. Ich muss mal tauchen, entweder nach Partei oder da bei mir danach in den Samnesan, was ganz ein super Tauchgebiet ist und ein super Park dort liegt, die Hautip. Das ist, ja. Natürlich, das ist natürlich ein Paradies für die da, ja, zum Tauchen. Sehr super. Gut. Ja, super. Ich bin über 500 Tauchgänge. Und da fährst du mit deinem Moped? Ja, das ist mein Moped. Jawohl. Vor drei Jahren gekauft. Sauber. Ja, nein, das darf man. Die hat 69.000 Pfund gekostet vor 3 Jahren. Ja, das ist super, das ist ein super Moped. Wunderbar. Und die Frau fährt mit dem Auto und du mit dem Moped. Sehr gut. Ja, ich bin mit dem Auto auch schon gefahren, ja. Und sie sagt, dass ich mit dem Auto fahren. Ich mag ihn voll über mit dem Moped. Also ihr habt wirklich alles da, hervorragend. Ja, so, gehen wir mal eine Runde, Gary, schauen wir mal. Ja. Sagst mir das ja, ein bisschen. Das ist der Außensitzbereich. Außensitzen, sehr gut. Ja. Jawohl, ganz wichtig, ja. Ventilatorleute. Ja. Ja, wir haben da nicht viel selber gemacht bei den Häusern. Also machen lassen. Es wurde nur ein Carport da. Wir haben da einen zweiten Carport gebaut. Wir haben da zwei machen lassen. Da ein Carport. Ich bin einer von den Einzigen, was Dachrinnen hat. Ich habe Dachrinnen machen lassen, überall. Ah ja, sind mehr die blauen Dachrinnen da, genau. Ja, Dach, sehr gut. Dachrinnen da. Und hinten doch die Klimaanlage reinmachen, die Klimaanlage da überdacht auch gleich einmal. Jawohl, sehr gut. Das ist ganz wichtig, dass kein Wasser reinrennt. Ja, das habe ich gleich gemacht. Sehr gut. Gleich machen lassen. Sehr gut. Da haben wir die Waschmaschine. Ah ja, stehen, Außenbereich, waschen, Waschmaschine, Waschmaschine, genau. Ja. Aha. Super. Ja. Super. Ja, nachher darf ich sagen, nachher gehen wir rein. Ja, bitte, zeig uns das, bitte. Ja. Da ist Wohnzimmer. Wow, toll. Ich war gerade jetzt ein paar Fernseher schauen. Zeit im Bild. Ja, ich habe alle Tage Zeit im Bild. Ah, du hast deutsches Fernsehen auch? Deutsches Fernsehen, ja. Ich habe Euro-TV. Also global Euro-TV, sehr gut. Euro-TV, ja. Zeit im Bild, da liege ich da. Super. Ich bin nur fein. Jawohl, schau her. Na, was fällt da mehr? Da kannst du ein wenig dahin liegen. Sehr gut. Da ist ein Foto, das war schon 15 Jahre alt, da haben wir vor 15 Jahren geheiratet. 27.12.2007, da haben wir geheiratet. Wow. Als Beweis. Jawohl, super. Als Beweis.
Super. Ja, da ist von der Türkei aus hier kommen ein bisschen Kuchen. Jawohl, war toll. Weiß der schon? Jawohl. Weiß vorher mal ein Sport, das Bodezimmer. Wow, super. Das Bodezimmer. Da war da unten noch. Super, Leute, schaut perfekt. Hinten die Duschen. Da war ein zweites Zimmer, ein Schlafzimmer, ein zweites Zimmer. Wir haben da unser Grund, dann da umziehen. Also ein bisschen Aufenthaltsraum und so weiter. Ja, also da, ein bisschen. Da hat sie da schminken, da hat sie ein Zeug. Und super. Da haben die ihre T-Shirts. Super, super. Ja. Toll. Jetzt sage ich dir noch, in der Bastelkammer. Oh! Ja. Oho! Oh, jetzt geht's ins Spielzimmer. Oh, ja. Sehr schön. Sehr schön. Ah, du hast den Kasten hinten schön eingebaut, in die Schrägen. 2016 ist das gebaut worden. Ah, der Dachanzug. Ja, mein Dachanzug. Jawohl. 2016 ist das Haus gebaut worden und das war da gerade umgegangen. Und das haben wir gleich ausgebaut lassen. Achso, jetzt habt ihr quasi 2 Meter mehr. Sehr gut. 2 Meter mehr. Super. Und haben sie es gleich, bevor sie umgekippt haben, da irgendetwas da, gleich 50.000 Baht. Wir wollten es gleich 50.000 Baht. Aber ich bevor, dass wir es machen haben lassen. Jetzt da werden wir leider mal einen Kasten rein machen, damit es richtig einpasst da. Ja, Condition auch sehr wichtig, ja, im Schlafzimmer. Das machen lassen. Fernseher, super. Da haben wir einen normalen Fernseher, da ist die Schüssel um. Das ist freier Flacht. Achso, und da sehen wir dann schon raus wieder auf Terrassen. Raus. Eingangsbereich. Jawohl. Na geil. Super, wunderschön. Sehr schön. Geri, und was kostet sowas, das Haus? Das Haus, das hat gestartet, da waren keine Platten gelegt außen, da wo das war mehr oder weniger so Rauch, mehr oder weniger, waren keine Platten gelegt und 1,42 Millionen Baht. Und ich habe jetzt nochmal 400.000, 500.000 Baht reingesteckt und habe es jetzt so, wie ich es haben wollte. Also so knapp 2 Millionen? 2 Millionen, ja. Und die hat es jetzt wirklich schön, so wie ich es haben wollte. Meine Platten, wie ich es haben wollte, auch da. Ich meine, man muss sich das vorstellen, jetzt ist ja der Wechselkurs gerade nicht so gut, aber wenn man zum Beispiel jetzt beim Wechselkurs von 40 rechnen, dann sind das 50.000 Euro, Leute. Also wo kriegt man ein Familienhaus in Europa oder irgendwo um 50.000 Euro in Strandnähe, Leute, das kommt ja auch noch dazu. Also, geil, super. Da haben wir auch noch dazu gebaut und noch dazu machen lassen. Das ist die Küche, das ist ein bisschen mehr Teig. Okay, jetzt geht es in die Küche. Dazu machen lassen. Oh, super, sehr schön. Schau her. Dazu machen lassen und das ist mehr ein Teigsteil, ist das. Okay. Mehr die Küche da nicht. Kasten, super. Na, alles, was du brauchst. Lassen, da. Sehr schön, die Schiebetür, geil. Die Schiebetür haben wir zumachen lassen. Geil, super. Da habe ich ein Regal, da habe ich mein Werkzeug innen, da habe ich Werkzeug, da habe ich Form. Ah, jawohl. Da habe ich Werkzeug, Form, fließen und was weiß ich, da habe ich mein Werkzeug, weil es ist allem wieder mal was zum Richten. Und wenn ich da bin, ich leichter, weil. Ich bin oft einmal bei uns wieder was beim Malen. Okay. Oder wieder mal was man ausformen oder mit Silikon wieder mal. Und es gibt halt allerweil ein bisschen etwas zum. Ja, man muss natürlich immer dahinter sein. Ja, du musst dahinter sein. Weil sonst verludert es und das ist war schade. Ja, und da kriegt man jetzt halt hinten aus. Ah ja, genau, schau her. Umgekehrt da. Ah ja, jetzt kommen wir wieder da zum Eingangsbereich, gell? Reinkommen. Jawohl, schau her. Man kann sich halt wie ein Triangle. Man hat ein bisschen Platz. Sehr schön. Man hat sich das Auto da auf Nacht. Und man kann sich da ein bisschen drehen. Ja, wir sind zu zweit. Ich und meine Frau. Ja, aber groß genug. Groß genug. Und die Katze. Für uns ist groß. Da heißt theoretisch das eine Zimmer nur dazu. Das war, nicht, ja. Das war ein zweites Schlafzimmer, auf Deutsch gesagt. Nur. Also mit 3 Personen überhaupt kein Thema. Ja, überhaupt kein Thema. Aber hinten, wo da sind 5 Leute. Da sind sie zu 5 Händen, haben 2 Hunde und nur 2, 3 Katzen. Ja.
Die sind zu fünf. Aber man ist ja teils, die wohnen anders. Ja, natürlich. Das ist natürlich, ne? Sehr klar. Ja. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Ja. Aha, das ist, wir sind zu zweit mit der Katz. Nein, ich finde das schön. Das ist krass genug. Ich finde es schön. Ja. Absolut. Ja. Und die Lage gefällt mir so also gut. Es ist ja ganz super gebaut, wie die Sonne in der Früh aufgeht, da in mein Schlafzimmer, da geht die Sonne nicht mit, wie die Sonne untergeht. Es ist ganz super. Ich hab's da nie heiß und der Schienstöpfel, wenn man die Sonne einbringt. Das ist der Glück. Das ist der Glück, ja. Dass wir die Sonne auch wecken. Ja. Das ist von der Lage ganz super. Das ist wirklich ganz super. Das muss ich sagen. Nein, das Haus ist mein ganzer Stolz, muss ich sagen. Aber da kannst du wirklich stolz ja. drauf. Wirklich. Sehr gut. So. Und ich muss auch sagen, meine Frau war da dahinter. Ich war ja da teilweise gar nicht da, das hat man sie gemacht. Und so, ich habe gesagt, ich mache es ungefähr so, aber es sind auch, muss ich sagen, zu 70% ihre Ideen da rein. Und die hat, ich muss ja sagen, die hat das, ich kann das nicht gleich nie allein lassen, oder die hat das wirklich super gemacht. Da muss ich wirklich sagen, das hat sie super gemacht. Du kannst auf der Frau auch ja, sehr stolz sein. Ja, stolz sein. Und die kann gut wunderbar organisieren. Und so. Wie ist es mit den Nachbarn? Ist es recht laut? Überhaupt nicht. Hast du auch Glück? Überhaupt nicht laut. Sehr gut. Ich bin Sturlenden da. Ja? Auf dem Plan, ja? Ich schlafe einmal allein, nachher wieder einmal eine halbe Stunde. Es ist absolut ruhig. Es ist so ruhig. Und auch mit den Nachbarn absolut kein Problem. Sehr gut. Das sind alles nette Leute. Da ist ein Lehrer, da ist ein Ehepaar, die arbeiten beide bei der AirAsia. Da ist ja nicht der Expert in Satter Hip bei der Army. Okay. Ja, und nein, es ist so ruhig. Da weiß ich gar nicht, wer da momentan innen ist. Es ist so ruhig. Es na wunderbar. Also du hast wirklich ein Glück gehabt. Ja, absolut. Ich habe ein Glück gehabt. Ja. Und wie gesagt, wir können uns jetzt auf 2 Millionen Bad. Ja. Und ich habe es jetzt auch so, wie ich es haben wollte. Ich habe meine Fliesen. Da, wo ich, wenn wir da gewesen sind, da war da drinnen alles Gras, die Hundermänner geschissen, alles Gras. Ja, verlodert halt. Verlodert, weißt du, das war alles als Bauern. Kümmert sich keiner drum dann. Ja. Und die Küche, das Waschbecken, haben sie erst mal einbauen gewesen. Und da habe ich halt auch schon gesagt, ich möchte so oder so oder so haben. Und dann habe ich gesagt, der Peter ist traut, sollen noch mit das und das haben willst. Das Haus ist jetzt auf 2 Millionen Bad gekommen und ich habe es jetzt so, wie ich es haben wollte. Das ist mein Stolz, das ist mein Stolz. Gerrit, da kannst du wirklich sehr, sehr stolz sein. Absolut, absolut, absolut. Absolut. Okay, Gerrit, vielen Dank, dass du uns das jetzt gezeigt hast. Ja, bitte. Und wir werden irgendwann einmal deine Frau besuchen bei dem Beauty-Salon, dass wir das auch mal gesehen haben. Aber das hier ist wirklich toll. Super, Gerrit. Tolles Haus, absolut. Sehr gut. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute, ihr seid mega spitze. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Tschüss, Servus, Mario aus Thailand, Ban Chang. Tschüss.